Mit Schrecken denke ich noch an den Tag, wo ich wohlig in der Badewanne lag und entspannt gelesen habe, als plötzlich das Licht ausging. Mein tauber Mann hatte es ausgemacht nach dem Toilettengang. Im stockdunklen Bad war es, als läge ich im Grab. Nichts hören, nichts sehen, nur den schneller werdenden Herzschlag spüren. Aufstehen im Dunkeln ging nicht, das Gleichgewicht nicht vorhanden. Ich würde in der heißen Wanne die Balance verlieren. Panik stieg hoch und das Atmen wurde flacher. Die Beklemmung ergriff den Körper, der ganz steif wurde. Ich rief deinen Namen. Als ich das Gefühl hatte, du stehst vor der Tür, rief ich: Hol Ivo! Zweimal, dreimal, nichts. Nichts tut sich. Viermal, ich hechle. Fünfmal, das Licht geht an. Du kommst an die Wanne und leckst meine Hand. Ivo steht im Türrahmen. Oh, war das Licht aus? Sie hat mich viermal angestupst und den Kopf Richtung Bad gedreht, als ich gerade gegessen habe und ich dachte, sie bettelt. Beim fünften Mal hat sie mich angebellt und ist Richtung Bad davon gestürmt. Ich war nur froh, dass aus den 3 Minuten nicht 3 Stunden geworden sind. Ob du vor der Badezimmertür standest, konnte ich ja nicht hören. Die Erleichterung und das Glück zu spüren, dass du da warst, sind besonders. Dabei war das Leben an sich gut, so wie es war. Ich hatte mich arrangiert mit dem, was ich nicht konnte: hören. Die Stille war keine Last. Gebärdensprache kann alles ausdrücken, mit den Händen, dem Körper und Gesicht. Doch dann sah ich dein Foto im Internet. Du hast ein neues Zuhause gesucht. Den Tag, als wir dich spätabends vom Flughafen abgeholt haben, werde ich nie vergessen. 1000 Mal hatten wir in der Familie alles besprochen und Zweifel, ob du wirklich in unser Leben passt und wir in deines. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase waren wir alle bezaubert von deinem stillen Charme, deiner zurückhaltenden und doch aufmerksamen Art. Ich konnte mir den Reichtum nicht vorstellen, den du in mein Leben gebracht hast.